Hey Freunde und willkommen zu einem weiteren neuen Fortnite Rette die Welt Video. In diesem Video möchte ich euch 5 Top-Event-Waffen in Rette die Welt vorstellen, die die meisten vielleicht schon aus dem Event-Shop gekauft haben. Denkt daran Freunde, wie immer ist es nur eine kleine Empfehlung von mir, was für Waffen gut sind, also beziehungsweise ob die Waffen euch gefallen oder nicht, das liegt ja an euch selber. Das sind meine Empfehlungen und für mich meine Lieblingswaffen. Ich denke mal, die meisten werden die Waffen feiern, die am meisten wieder nicht, aber das liegt immer an dem Auge des Betrachters. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein Dankeschön an DPS Flywin Möwe geben, dass er mir die Info gegeben hat, wie man diesen schönen, ich sag mal, Action-Line-Effekt einbauen kann. So kann ich ein bisschen meine News-Videos ein bisschen besser gestalten für euch und übersichtlicher machen. Ich denke mal, das wird euch auch so gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und ja, Freunde, denkt daran, das 15.000 Abonnenten-Gewinnspiel ist jetzt vorbei, wird am 10.07. im Livestream aufgelöst. Seid mal damit dabei. Zum ersten Platz, wie gesagt, gibt es diese 15 Euro zu gewinnen oder das Starterpaket und die anderen 2 Plätze bekommen jeweils in Rette die Welt einige Waffen. Das Bild habe ich nochmal für euch eingeblendet, was man zu gewinnen bekommt oder was es zu gewinnen gibt. Und an der Stelle fangen wir jetzt auch an mit dem Video. Die erste Waffe, die ich euch vorstellen möchte, ist die schallgedämpfte Spectre, die man, ich glaube, beim Blockbuster-Event noch mitnehmen konnte mit diesen Lamas und auch bei einem Event, also von dem Blockbuster-Event konnte man die Waffe auf jeden Fall mitnehmen. Die gibt es in legendär und in episch und ich muss sagen, Leute, diese Waffe ist eine Waffe, die ich wirklich feiere. Die feiere ich auch in Battle Royale. Ich habe mich so sehr gefreut, dass die Waffe endlich auch in Rette die Welt kommt. Und sie ist auch endlich da. Und ich kann euch sagen, wirklich Freunde, die Waffe könnt ihr wirklich euch ans Herz legen, denn die haut wirklich sehr viel Schaden raus, wenn ihr sie auch wirklich gut hochlevelt. Also ich habe sie auf Blitz 82 momentan mit Element Feuer und die reißt wirklich in, selbst in 86er Zonen reißt die damit alles weg. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingswaffe, also absolute Lieblingswaffen. Deswegen hat die Waffe für mich den ersten Platz bei den Top 5 Eventwaffen verdient. Als nächstes kommt die Tiger dran, Freunde, die auch im Eventshop verfügbar war. Und diese Waffe finde ich wirklich nicht schlecht. Sie ist wirklich sehr gut geeignet für Präzisionsschüsse, ist ja eine halbwegs... Es ist ein Sturmgewehr, aber auch eine Sniper, kann man so sagen. Es ist auf jeden Fall ein Präzisionsgewehr. Damit kann man auf jeden Fall die höheren Hüllen auseinandernehmen. Ich beispielsweise jetzt die Laserhüllen oder also die Nebelmonster. Beispielsweise auch den Zermalmer, wenn man damit ein paar Mal auf den Kopf schießt. Die Waffe habe ich hauptsächlich auf Kopfschussschaden gelevelt. Werde ich auch noch in den nächsten Tagen mal vorstellen, wenn ihr darauf besteht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist das eine Waffe, die auf jeden Fall zu kaufen lohnt und sie sich auch in der Sammlung wirklich gut tut, denn die momentan auch sehr bekannt ist. Ja, meiner Meinung nach verdient sie den zweiten Platz und ist einer meiner Lieblingswaffen, die auf jeden Fall in einer Sammlung mit dabei sein soll. Jetzt kommen wir zu einer Waffe, Freunde, die ich wirklich absolut feiere, und zwar ist das die Weißkopfwumme. Die meisten finden die Waffe nicht so toll, aber meiner Meinung nach ist das eine Waffe, die gegen Nebelmonster am effektivsten für mich ist. Aktuell, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist, mit der Waffe tue ich so zum beispielsweise die Zermalmer. Die werden sowas von schnell downgehauen mit dieser Waffe, wenn man die auf Kopfschussschaden gelevelt hat, ja. Ich sag jetzt nicht, dass man jede Waffe mit Kopfschussschaden leveln sollte, aber das ist ein Muss bei der Weißkopfwumme. Eine Weißkopfwumme muss auf jeden Fall auf Schaden und auf Kopfschussschaden gelevelt werden, denn die haut die Nebelmonster wirklich sehr schnell weg, vor allem die Zermalmer. Ein paar Schüsse auf den Kopf und schon sind die weg. Das ist meine Empfehlung für euch. Diese Waffe solltet ihr auf jeden Fall vorbehalten. Die gibt es in episch und in legendär. Okay, weiter im Text. Wir bleiben mal bei den Präzisionswaffen. Freunde, ich bin kein Sniper-Spieler, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, weil ich finde, Sniper passt jetzt nicht so in Rette die Welt dran. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber die Verheerer, Freunde, die Sniper, die erst vor kurzem reingekommen ist, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, lasst mich nicht lügen, ich weiß noch nicht ganz genau, die musste ich selber mal austesten und Freunde, das ist wirklich eine Wucht. Diese Sniper ist einer meiner Lieblingswaffen in Fortnite Rette die Welt. Die bumst alles weg, was man sehen kann, selbst Gebäude. Da macht man einen Schuss gegen ein Haus und das halbe Haus ist schon weg. Also ich kann euch diese Waffe wirklich ans Herz legen, selbst Zermalmer oder Nebelmonster, ja, mit 1 oder bis 2 Schüsse, die sind weg, Freunde. Ich habe sie aktuell auf Blitz 82 gelevelt und bin sehr zufrieden. Ich gehe in eine 88er Zone und schieße auf den Kopf damit zum Beispiel
Muss aber wirklich euch wieder sagen, ich habe es wieder auf Kopfschussschaden gelevelt. Ist halt nun mal so bei mir. Ich gehe halt gerne bei Präzisionsgewehren auf Kopfschussschaden. Aber Freunde, diese Waffe auf Kopfschussschaden zu leveln, ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ist eine Sniper und diese Sniper verwendet ihr meistens nur gegen Nebelmonster. Das ist meine Empfehlung für euch und verdient hier den 4. Platz. Auf jeden Fall in der Sammlung müsst ihr sie haben. So Freunde, dann kommen wir zur allerletzten Waffe und sie nennt sich die Wildkatze. Sie heißt auf Englisch Bobcat, glaube ich. Freunde, das ist mal eine Waffe, die ich wirklich sagen kann, das ist wirklich der Name wert, Wildkatze. Die Waffe geht in Rette die Welt sowas von ab. Ich finde, meiner Meinung nach, ist sie eine Art Special SMG, muss man schon sagen, ja. Also so wie die schallgedämpfte Spectre, aber die ist ein Stück besser. Leute, diese Waffe haut für mich aktuell mehr Schaden raus als meine eigene Nocturno mit Full Legistats. Ja, da muss ich euch wirklich sagen, Leute, das ist eine Waffe, die sich zu kaufen lohnt. Und mit der Waffe könnt ihr alles reißen. Ich habe sie aktuell mit keinem Element belegt, sondern ich habe sie nur auf physischen Grundschaden gelevelt. Und Freunde, ich bin mehr als zufrieden mit der Waffe. Ich komme damit super zurecht und ich denke, das werdet ihr auch, wenn ich euch diese Empfehlung ausspreche. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir würden uns dann auch im nächsten Video sehen, denn vergesst nicht daran, es kommen wieder weitere Videos in Fortnite Rettet die Welt, das habe ich euch versprochen. Es werden auch weiterhin Analysen kommen von Helden, von Waffen und so weiter. Aber diesmal ging es in dem Video nur Top 5 Eventwaffen, die ich euch einfach gerne vorstellen wollte, weil die meisten sich mal gefragt haben, welche Waffen aktuell meine Lieblingswaffen sind. Und ich habe mir gedacht, okay, Wiz, wir machen ein Video zusammen. Also ich mache ein Video für euch natürlich, in dem ich euch die Eventwaffen vorstelle. Und ja, Freunde, das ist das ganze Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, denn Support ist kein Mord. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und wir würden uns im nächsten Video sehen. Und denkt daran, Freunde, wir sind eine Community. Wir halten immer zusammen. Euer Wiz.